Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Wir haben in der letzten Folge ja hier auch gefailt und deswegen machen wir das einfach nochmal. Die Highbrow Challenge. Da hätten wir ein cooles Item, an das wir aber nicht rankommen. Wieso schließt der Edmund Macmillan hier alles so blöd ein, wo wir nicht rankommen? Das Problem an dieser Challenge ist halt, dass man nur diesen doofen kleinen Schuss hat. Was ist das denn für eine Truhe? Muss man die aufsprengen? Versuchen wir es. Tears down. Man muss die tatsächlich aufsprengen. Und was bist du? Infamy. Damage Reduction. Ah, wir sind Manu. Wir sind GLP. Ha ja. Und Range Up. Gut. Gut, gut, gut. Lol. Okay. Oh, wenn wir das jetzt schaffen, dann kann ich einfach Manu aufs, also GLP aufs Thumbnail packen. Yeah, voll die gute Idee. Krass, krass, krass. Yeah, yeah, yeah. So. Was hatten wir da? Gar nichts. Hier. Und ich springe, Gegner. Okay, komm, ich streng mich diesmal einfach mehr an. Bestimmt. Ja, ja. Da hätten wir einen blauen Stein. Den machen wir auf jeden Fall kaputt. Das Geld brauchen wir nicht. Alles bestens. So, hi. Auf euch hatte ich keine Lust. Ist hier auch irgendwo ein blauer Stein? Sieht auf den ersten Blick nicht so aus. Aber ich übersehe die ja sowieso immer wieder. So, Dingle. Natürlich Dingle. Hallo Dingle. Dingle ist ein schwerer Boss. Vor allem, wenn man eine so kurze Range nur hat. Oh Gott. Okay, er ist gerade ausgelaugt. Greift ihn an. Nutzt deine Schwäche. Ja, er hat sich selbst eingekesselt. Nice one. Oh, bist du wieder ausgepowert? Das tut mir leid. Er dasht also genau dreimal. Gut zu wissen. Und wenn er so komisch guckt, dann spuckt er. Jetzt ist er wieder ausgepowert und tot. Okay, so kann man ihn besiegen, wenn man seine Mechaniken weiß. Oh. Die Streichhölzer. Die waren beim alten Isaac ein blödes Item, das weiß ich. Aber da wir sie noch keinen mehr hatten, hier ist ein Shotspeed ab. Okay, hier sind sie, glaube ich, sogar gut. Doch, doch, das ist gut. Und da wir sie noch nicht hatten, hätte ich sie sowieso eingesammelt. Wir müssen noch den Geheimraum finden, denn da haben wir theoretisch schon nachgeguckt. Dann vielleicht hier. Ist das hier eigentlich auch mit der doppelten Reichweite der Bomben? Wenn man einmal rausgeht? Scheinbar. Vielleicht nicht. Vielleicht doch. Man weiß es nicht so genau. Auch nicht. Okay, dann muss er theoretisch hier unten sein. Oder ist einfach nirgendwo. Hier haben wir ja theoretisch geguckt. Oder hat das einfach nicht getriggert? Oh, ich will in den... Ja, komm. Wenn er da nicht ist, dann haben wir wenigstens die beiden Münzen. Er ist da nämlich doch. Okay. Ein Automat. Oh, schön. Können wir noch ein bisschen weiterspielen. Wir haben voll Glück. Was? Wir werden reich mit diesen Automaten. Na gut, doch nicht. Okay, das hat sich mehr als gelohnt. Dann will ich jetzt auch nicht die Pille einsetzen. Könnte ja eine Damage-Pille sein. Also eine, die uns wehtut. Und deswegen gehen wir erstmal hier runter. Holen uns den Herzcontainer sicher ab. Yep. Und setzen jetzt die Pille ein. Es ist aber eine Charge-Button. Oh, das ist nett. Warte, dann gehen wir kurz hier rechts rein, weil das ein größerer Raum ist. Machen die alle zu Scheißhaufen. Und können dann gleich wieder eine Batterie einsammeln. Hallo. Sehr schön. Da ist ein blauer Stein. Den werden wir auf jeden Fall aufsprengen.
So, wir haben nur einen Schlüssel, aber es gibt ja sowieso... Oh, Damage up! Nice. Sehr nice. Das sieht gut aus. Damage up ist geil. Wir haben keinen Schlüssel. Oh ja. Oh, ich liebe diesen Kopf. Das ist so ein heftiges Damage up. Das glaubst du gar nicht. Da hätten wir auch gleich schon wieder den nächsten großen Raum, wo wir alle in Scheißhaufen verwandeln können. So. Tachchen. Der hier. So, tschüss. Das ist nice. Dieser Flasche ist richtig cool. Dieser Kloabzug. Das ist richtig nice. Meins. So, ich weiß das aber immer noch nicht. Den Unterschied zwischen Shop und kein Shop. Ist das ein Shop oder ist das andere ein Shop? Ich erkenne es nicht. Ah, wir gehen hier einfach mal rein. Das ist auf jeden Fall ein Shop und hier gibt es wieder irgendwas Kaputtes, so wie es aussieht. Was ist das? Hm, kaufen wir uns den Schlüssel und gehen nochmal in den anderen Shop oder was das sein soll rein. Jung. Nachdem wir hier keinen blauen Stein entdecken. Oder war da doch einer? Nee, ich glaube nicht. Gut. Haben wir noch hier einen Raum mit komischen Gegnern. Aber da ist ein blauer Stein auf jeden Fall. Und wir kriegen noch einen Schlüssel. Sehr schön. So, hoffentlich langt das. Es langt nicht. Wir bräuchten noch eine Bombe. Ih, das ist ja blöd. Oh, Book of Revelations. Und Anarchist. Gut, das können wir auf jeden Fall auch einsetzen. Wenn wir schon keine Bomben haben, dann haben wir wenigstens dieses Buch. Auch wenn ich mir selber damit wehtun werde. Jupp. Und der Stein trotzdem nicht ab... Ah. Blödes Buch. Nehmen wir halt das Revelations Buch mit. So, ist jetzt aber die Frage, ob das wirklich besser ist als der Flash. Weil im Flash sind ja immer Sachen drin in den Scheißhaufen. Das ist die große Frage. Wir nehmen das Book of Revelations mit. Dann haben wir auch eine höhere Chance, wenn das hier auch so ist, auf die Höllenreiter. Und kriegen dann einen Super Meat Boy vielleicht. Das wäre doch auch schön. Ja, Famine. Hallo. Du siehst richtig komisch aus. Richtig der gestörte Typ. Und wir machen guten Damage dank dem Kopf, dank dem Hundekopf. Finde ich gut. Und ein Teufelsraum. Und was ist das? Ball of Bandages. Gotta lick 'em all. Das hatten wir schon mal. Ach, das ist jetzt quasi der neue Cube of Meat, oder was? Gut möglich. Was haben wir hier? Einmal das Ghost Baby und einmal... Was war das? Hure von Babylon? Aber zwei Herzen können wir leider nicht opfern. Die brauchen wir. Von daher gehen wir einfach weiter runter. Bomben hatten wir ja sowieso nicht, um irgendwas zu suchen. Oh, hi Envy. So, ich glaube, wir sollten uns erstmal um den einen kümmern. So. Irgendwie ist das hier leichter, als in dem alten Eisereck, sich nur um einen zu kümmern. Ich glaube, die Räume sind einfach ein bisschen größer, oder? Ich glaube schon. Kann auch einfach nur sein, dass ich denke, die sind größer, weil ich im Vollbild spiele. Aber ist ja egal. Tachchen. Merken. Merken. Bitte merkt euch das. Dass da ein weißes Herz ist. So. Und scheinbar macht das Book of Revelations wirklich immer noch, dass die apokalyptischen Reiter kommen. Auch nicht schlecht. So, wir haben leider nur einen Schlüssel. Das sollte sich aber trotzdem lohnen. Wohin sind das ja einfache Gegner, keine Bossgegner. Oh, der ist einfach so gestorben. Habt ihr gesehen? Der ist gar nicht klein geworden, der Erste. Hm. Hoffentlich kriegen wir noch einen Schlüssel in diesem Raum. So als Belohnung dafür, dass wir alle Gegner besiegt haben. Und einmal getroffen wurden. Tatsächlich, okay, cool. Das hat sich mehr als gelohnt.
Nice. So, einen Raum noch. Dann können wir wieder unser Buch einsetzen. Geh weg. Hallo? Geh auf oder geh weg? Aber nicht beides, hä? Hallo, Schlüssel. Hallo. Komischer Raum. Oh, ich hab den kleinen... Ich hab den kleinen Käfer getötet. Oh. Da komme ich irgendwie nicht ran. Dann will ich da auch nicht ran. Aber wir sollten vielleicht erstmal unser Buch nochmal einsetzen. Ihr seid auch so witzig. Ihr Cat-and-Dog-Typen. Und alles macht mehr Spaß, wenn Gedärme rausfließen. Das finde ich schön. Gedärme sind hübsch. Alles fliegt hier in die Luft. Blaues, ein schwarzes Herz, okay. Okidoki. Da macht das auch nichts, dass wir so wenig Reichweite haben mit dem Damage-Up. Das gleicht sich wieder aus. Hier, guck mal, der hat jetzt ein X da drin. Ist das ein blauer Stein? Das ist trotzdem keiner, oder? Das ist nicht so ein X, dass es ein blauer Stein sein wird. Ich muss es ausprobieren, es tut mir leid. Doch! Jeder Stein, wo ein X drauf ist, ist also ein blauer Stein. Sozusagen. Auch wenn es kein echter blauer Stein ist. Eine Batterie, ein Schlüssel und die Robe. Okay, wir brauchen eine Münze noch. Ganzes Leben verlieren, um einen Schlüssel und eine Bombe zu kriegen. Das überlegen wir uns nochmal. Ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Und... Hä? Die haben einen Spinn auf dem Kopf. Okay. Tachchen. Pestilenz. Kriegen wir denn unseren zweiten... Weltvolkneuel-Dingsbums-Kirchen? Er hat einfach über uns rüber geschossen. Wie weit schießt denn der? Voll abnormal. Was? Aua. Lass doch bitte unsere blauen Herzen in Ruhe. Okay, der schießt viel komischer als beim letzten. Ja, wir kriegen... Ball of? Ja. Ah, man macht jetzt eine Bandage Girl. Statt ein Super Meat Boy. Bandage Girl hat den Super Meat Boy ersetzt. Okay. Dich kennen wir noch. Scapula. Wenn wir so noch ein halbes Herz haben, dann kriegen wir, glaube ich, ein blaues Herz. War das nicht so? Ich glaube schon. Und ich würde sagen, wir opfern einfach mal... Oh nee, das kostet... Nein! Okay, das war dann doch doof. Und wir haben keine Münze. Der hätte auch der Geheimraum sein können. Wollen wir mal kurz nachgucken? Wir gucken mal kurz nach. Ja, aber die Robe wäre jetzt richtig gut mit dem... Mit dem Buch, das wir haben. Von daher sollte man vielleicht nochmal den Geheimraum suchen. Der dann hoffentlich hier ist. Wir machen das einfach mal von hier. Gut, bitte Geld, bitte Geld, bitte Geld. Danke, kein Geld. No. Warum, Spiel? Tja, dann können wir nur noch... Warte, 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 da ist noch ein weißes Herz. Weißes Herz. Gut, dass ich die Map nochmal aufgemacht habe. Das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Tach. Gut. Was gab's hier? Gar nichts. Eine Treubombe. Ja, schade, dass wir jetzt die Robe nicht mitnehmen können. Aber was wollen wir machen? Was soll man machen? Wenn man kein Geld hat, dann kann man nichts machen. So ist das nun mal im Leben, ne? War da noch irgendein Stein mit dem X drin? Ne, da hatten wir ja schon einen Stein. Gut, dann ab in die nächste Ebene. Oh, die Zeit ist gar nicht so weit weg. Wenn wir uns jetzt ein bisschen beeilen würden. Was wir eh nicht machen. Ach, die muss man ja wegspringen, nicht wahr? Genau. Sind da jedes Mal einfach blaue Herzen drin? Was ist das? Gabby's Collar, Eternal Life?
Fragezeichen. Wir haben auch nur so ein Mal-1-Fragezeichen. Also ist das wohl nicht sicher, dass wir das haben. Okay. Was hat das zu bedeuten? Ein neues Gabi-Item? Ich weiß auch noch nicht, ob man sich in diesem Spiel wieder zu Gabi verwandeln kann, sobald man 3 Gabi-Items hat. Denke aber schon, hoffe auch schon. Aber wenn es dann mehr Gabi-Items gibt, dann ist das ja noch wahrscheinlicher sogar, dass man Gabi wird. Und Gabi ist süß. Gabi ist dull. Gabi ist die Katze aus Tirol. Da ist ein Stein mit einem X drauf. Wenn meine Theorie stimmt, dann ist das tatsächlich ein blauer Stein. Puberty, nein! Puberty ist was ganz Schlechtes. Ach, jetzt kriegen wir Geld, ne? Ja, genau. Release your spiders. Release it. Ich habe dich gerettet, kleine Spinne. Dich kennen wir auch schon. Okay, du bist schnell tot gegangen. Los, öffne. Öffne dich. Zeige dein wahres Inneres. Zeige es. Habe keine Scham. So, wir haben nur eine Bombe. Oh. Au. Mensch. Lass doch mal meine blauen Herzen in Ruhe. Rotspeier. Wieso sieht der Raum so komisch aus? Ich weiß es nicht. Die Tür von diesem Raum sah komisch aus. Guck mal, wenn man hier rausgeht. Hä? Jetzt nicht mehr. Egal. Egal. Schade, dass wir den Flash nicht mehr haben. Sonst könnten wir jetzt in diesem Riesenraum, der links angrenzt, die ganzen Leute wieder zu Scheißhaufen machen. Jetzt leider nicht mehr. Das ist schade. Und wir haben uns hier gerade eingesperrt. Oh. Wir bräuchten ganz dringend mal einen Range-Up. That's what we need. A Range-Up. Totally. We totally need a Range-Up. Oh! Autsch! Ey, ich hab auf den Regen, auf den Regenbogen-Scheißhaufen geachtet. Oh, dieser Große war auf jeden Fall mein Lieblingsgegner jetzt. Das ist mein neuer Lieblingsgegner. Ich mag den. Und ich brauche einen Namen für den. Ja, denkt ihr euch mal einen Namen für diesen großen Scheißhaufen aus, der mich eben verletzt hat? Irgendeinen witzigen, coolen Namen. Das wäre richtig super von euch. Okay, die machen ja fast genau denselben Ton, nur dunkler. Wie von dem Scheißhaufen. Oh, ich bin so dämlich, ne? Okay, ist egal, warum ich dämlich bin. Aber ich bin's. Hegelis. Hegelis, Destruction. Gut, nehmen wir Hegelis mit. Destruction ist immer gut. Und eine Tragetasche. Filled with Goodies. Wo denn? Was denn? Wie denn? Haben wir Sachen dazu bekommen? Nee. Filled with Goodies? Was bist du? Bombs are key. Okay, macht nix. So, wir sind ein Destroyer. Was bringt das? Was bringt das? Ich weiß es nicht. Aber wir könnten nach einem Geheimraum nochmal kurz suchen. Hm, vielleicht ja da. Hä? Ein Schlüsselbettler? Okay. Was auch immer. Range-Up! Oh, das brauchen wir. 48 Stunden Energie. Okay, das war eine coole Pille. Die hätte ich gerne noch ein paar Mal öfters. Die hat uns einfach drei blaue Herzen beschert. Nett. Nette Pille. Ich mag dich, Pille. Du bist eine sehr nette Pille. So, ab zum Boss. Monstro mal 2. Oh, ist aber ganz cool. Das ist jetzt
Ja, in so einer großen Ebene, in so einer langen, ist das sogar ganz cool. Aber was macht jetzt aber dieses Hegelist? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir ein Destructor. Destructor sind wir. So, Monstro. Oh, jetzt sind wir gar nicht mit dem durchgelaufen. Aber wir kriegen ein Lebensupdate und verlassen die Ebene. Sind jetzt, glaube ich, immer noch nicht bei Mom, aber die Zeit ist bei Mom. Schön, schön gemacht, Zeit. Du bist ganz toll, Zeit. Freu dich, Zeit. Blöde Zeit, voll der Angeber. Wie so eine kleine Puppe. Isaac, die kleine Puppe. Ja! Aber irgendwie klingen die niedlich dafür, dass sie so eklig aussehen. So, warte, wie weit schießen wir denn jetzt eigentlich? Okay, über die Hälfte des Raumes, immerhin. Wenn man bedenkt, wie das am Anfang war, ist das schon sehr gut. Ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Und kriegen tatsächlich noch eine Kiste mit einem Schlüssel drin. Gut. Oh nein, ich höre Stimmen. Und ihr zieht mich ran, dann will ich gar nicht zu euch. Dann lieber nicht. So, alle in einer Reihe bitte aufstellen und dann sterben. Sehr nett, danke. Habt ihr gut gemacht. Ich glaube aber, wir müssen da gleich lang gehen. Aua, ihr Knochenwerfer. Oh, wie wir können werfen. Okay. Ist hier ein blauer Stein? Nö, da ist kein blauer Stein. So. Aber wir können unser Buch wieder einsetzen. Nicht vergessen, das muss man immer sofort einsetzen. Hab mich gerade gewundert, wo denn hier Gegner sind. Tach, Larry Junior. Du bist ein feiner Larry. Wir können ihn einfach Scheißhaufen produzieren lassen. Wir warten kurz ein bisschen. Produziert dir mal deine Scheißhaufen. Und ich mach sie kaputt. Weil da ja ganz oft was drin sind, dank unser Item. Yay! Wir nutzen dich aus. Lalalalalala. Na komm. Zwei, drei Scheißhaufen kannst du ja wohl noch machen. Dankeschön. Ach, du machst dich sogar selber kaputt. Nett. Na gut, ich brauche deine Dienste nicht mehr. Du. Hallo. Okay, das ist aber eine andere Version als die... Nee, doch nicht. Doch nicht. Ich habe mich schon gewundert, wo deren Loch ist, aber die haben es ja doch noch. So, wir haben einen Schlüssel. Können wir hier reinkommen? Greed. Hallo, Greed. Na, eigentlich brauchen wir kein Geld, aber wenn du schon mal da bist, ne? Dann sage ich auch nicht nein. Ich wüsste trotzdem gern, was dieses Hegelis macht. Aha. Nur Slow-Mo, wir sind langsam. Nee, nicht schon wieder. Mutter, please, not. Do not. Don't. Stirb einfach. Danke. Blauer Stein? Kein blauer Stein. Ich muss immer darauf achten. Hier sieht man die ja noch schlechter als bei Isaac, bei dem Alten. Weil die Steine gar nicht mehr blau sind, sondern einfach nur ein Kreuz haben müssen. So. Sieht auf jeden Fall... Oh, wir müssen doch nicht da oben lang. Das ist auch schön. Sieht auf jeden Fall gut aus, dass wir diese Challenge diesmal schaffen. Wir haben so viel Geld und kommen da einfach nicht ran. So, Boss. Wow. Dann kriegen wir unseren dritten. Unseren dritten Cube of Bandages. Obwohl es kein Cube ist, sondern ein... Wisst Bescheid. Ein Wollknäuel. Ein Wollknäuel voller Bandagen. Schießt die eigentlich mit? Ja, die schießt ja wirklich mit. Allerdings nicht so regelmäßig wie wir. Schade, schade. Au. Ach, von dir kriegen wir natürlich einen Cube of Meat, ne? Ey, geil. Dann kann man einfach einen Meatboy machen und eine Bandage Girl oder was.
Episch. Was ist das? Zwei schwarze Herzen auf jeden Fall. Nehmen wir auf jeden Fall mal mit, ne? Headless Baby. Yo, sei halt noch grausamer. Okay, komm, wir malen jetzt ein Herz. So. Das ist ein Herz. Okay, wir haben hier nicht genug Platz. Dann malen wir hier ein Herz. Ta-ta-ta. Hä? So. Ein Herz. Das ist ein Herz. Doch, das erkennt man. Gut. Dann mal weiter runter in die Marmebene. Die Zeit ist wahrscheinlich schon lange weg, ja. Letzte Ebene, meine Freunde. Letzte Ebene. Und wir haben ein Headless Baby, was auch immer es tut. Ich habe mich eingesperrt. Hilfe, Hilfe. Wahrscheinlich tut die Blutspur weh. Den Gegnern. Und wir haben tatsächlich nochmal diese Pille bekommen. Ich liebe diese Pille. So, und ich habe erfahren von einem Abonnenten, dass man nicht mehr als 10 Herzen haben kann. Und dann hat er doch gesagt, man kann doch noch ein, zwei Herzen mehr haben. Aber sonst nichts. Was ist das da unten? Ein Challenge-Raum, in den wir nicht rein können. Okay, da müssen wir da auch gar nicht hin. Das heißt, wir dürfen jetzt... Lol. Wieso hat er mich eben geliebt? Okay. Ah, das Bandage Girl macht das wahrscheinlich, wenn es trifft. Dass die Gegner einen lieben. Okay, auch cool. Wahrscheinlich. Ich habe wahrscheinlich gesagt, ihr könnt mich ja wieder verbessern. Das, ich glaube ja sowieso immer ganz viel Mist. Wie es scheint. Na, komm her. Und ich habe eben irgendwas gesagt. Achso, das heißt, wir dürfen keine blauen Herzen mehr einsammeln, wenn wir über 10 Herzen haben. Obwohl laut seiner Verbesserung man ja noch 2 Herzen mehr einsammeln kann, die dann trotzdem noch zählen. Ebbe, gucken wir mal. Auf jeden Fall kann man die wohl einsammeln und dann sind sie einfach weg. Oh. Ja, auch nicht schlecht. Dank der Blutspur von unserem Baby haben wir die Blutspur des, von den Dingern hier nicht gesehen, in die wir natürlich nicht reinlaufen dürfen. Ich denke aber mal, dass unsere Blutspur den Gegnern auch Schaden macht. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Was haben wir hier? Hey, was? Oh, wir haben ganz viele Herzen verloren, wie es scheint. Dank dieser Pille. Jetzt können wir dir leider nichts mehr geben. Oh. Ich hätte dir so gerne Herzen gegeben, aber... Aua. Aber die Pille verhindert es. Da kommen wir nicht ran, da kommen wir auch nicht ran. Egal, was da rauskommt. Was haben wir hier? Super Greed. 2 Greeds? Ernsthaft? Und kein einziger Shop? Aber ein Steam Sale. Ja, super. Den brauchen wir jetzt auch voll ohne Shop. Ach, egal. So. Und was haben wir hier? Hier haben wir komische Gegner. Die sind irgendwie auch so süß. Ich finde die süß. Also nicht vom Aussehen her, aber von ihren Geräuschen her. Ach ja. Es gibt schon viele süße Gegner in diesem Spiel. Ach, der explodiert. Die Grünen explodieren. Okay. So. Ich hätte gerne noch ein paar Herzen, bevor ich zum Boss gehe. Obwohl wir an sich genug Herzen haben, wegen den blauen Herzen. Wir haben sogar noch ein schwarzes Herz und Skeptical haben wir ja auch noch. So. Ne, die sprengen sich anscheinend einfach nur mit weg. Die Steine mit der Bombe drin. Ich dachte, da könnten auch vielleicht noch Bomben drin sein, aber ist es nicht so. Safety Cap. Safety Cap hat auf jeden Fall alle Pillen gut gemacht, soweit ich weiß. War auf jeden Fall im alten Isaac so. Und dann können wir zum Boss gehen. Wir haben 4, 6 Dinger. 6 Herzen haben wir. Sollten wir an sich schaffen. Jetzt haben wir sogar 7 Herzen. Na komm, lass deinen Trampel runter. Oh Mutter, lass deinen Trampel runter. Ja, los jetzt. Mutti. Dankeschön. Sehr lieb von dir. Ja, cool, das skillt ja voll hier. Wenn man gegen Mutter kämpfen muss in der echten Form.
Aber ohne den Bug. Ja, schön. Gut, das war ja einfach. Wir kriegen eine Schachtel Matchbook. Wir kriegen eine Schachtel Streichhölzer. Und sprengen jetzt hier alles weg. Wir verpesten deinen ganzen Raum unter. Was willst du dagegen tun? Was willst du dagegen tun? Du kannst nichts dagegen tun. So, jetzt haben wir den Raum ein bisschen verpestet. Auch nicht schlecht. Und kriegen die Rune of Jera. Sehr schön. Damit hätten wir auch die zweite Challenge geschafft. Und ich würde dann sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.